Bonjour à tous und willkommen zu einer neuen Video. In diesem Video geht es um die Farbadjektive, les adjectifs de couleur. Die Adjektive grand und petit funktionieren ähnlich wie die Farbadjektive. Deswegen wiederholen wir sie zuerst. Le T-shirt est grand. Les T-shirts sont grands. La jupe est grande. Les jupes sont grandes. Le t-shirt est petit. Les t-shirts sont petits. La jupe est petite. Les jupes sont petites. Wenn das Nomen in der Mehrzahl steht, wird ein S angehängt. Wenn das Nomen weiblich ist, wird ein E angehängt. Wenn das Nomen weiblich ist und in der Mehrzahl steht, wird sowohl ein E als auch ein S angehängt. Jetzt kommen wir zu den Farben. Diese Farben kennt ihr schon. Rouge, bleu, jaune, rose, vert, violet, orange, marron, noir, gris, blanc. Die Farbadjektive werden genauso wie grand und petit mit dem Nomen angeglichen. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Le T-shirt bleu, les T-shirts bleus. La jupe bleue, les jupes bleues. Le t-shirt vert, les t-shirts verts. La jupe verte, les jupes vertes. Hier ist die Aussprache anders als da. Man sagt jeweils vert und vert. Le t-shirt noir, les t-shirts noirs. La jupe noire, les jupes noires. Le t-shirt gris, les t-shirts gris. La jupe grise. Les jupes grises. Auch hier ist die Aussprache anders als da. Man sagt jeweils gris und grise. Wie bei grand und petit wird ein S in der Mehrzahl angehängt. Gris bildet da die Ausnahme, weil es schon auf S endet. Ein E wird angehängt, wenn das Nomen weiblich ist. Und es wird sowohl ein E als auch ein S angehängt, wenn das Nomen weiblich ist und in der Mehrzahl steht. Jetzt machen wir weiter mit den Farben Rouge, Jaune und Rose. Le T-shirt rouge, les T-shirts rouges. La jupe rouge, les jupes rouges. Le T-shirt jaune, les T-shirts jaunes. La jupe jaune, les jupes jaunes. Le T-shirt rose, les T-shirts roses. La jupe rose, les jupes roses. Wenn das Nomen in der Mehrzahl steht, wird ein S angehängt. Wenn das Nomen weiblich ist, sollte ein E angehängt werden, aber hier hängen die Adjektive schon auf E. Deswegen braucht man das nicht. Entsprechend, wenn das Nomen weiblich ist und in der Mehrzahl steht, wird nur ein S angehängt. Jetzt kommen wir zu den Farben Violet und Blanc. Le T-shirt violet, les T-shirts violets. La jupe violette, les jupes violettes. Hier ist die Aussprache anders als da. Man sagt jeweils violet und violette. Le t-shirt blanc, les t-shirts blancs. La jupe blanche, les jupes blanches. Auch hier ist die Aussprache anders als da. Man sagt jeweils blanc und blanche. Wie bei den anderen Adjektiven wird ein S angehängt, wenn das Nomen in der Mehrzahl steht. Die weiblichen Formen sind etwas unregelmäßig. Die muss man auswendig lernen. Wenn das Nomen weiblich ist und in der Mehrzahl steht, muss man ein S an die weibliche Form anhängen. Zwei Farben noch, Orange und Marron. Le T-shirt orange, les T-shirts orange, la jupe orange, les jupes orange. Le T-shirt marron, les T-shirts marron, la jupe marron. Les jupes marron. Orange und marron sind unveränderlich. Es wird weder ein S noch ein E angehängt. Zum Schluss noch ein paar Beispiele. Un jean bleu. Une chemise bleue. Une veste marron. Des chaussettes bleues. Un gilet noir. Une écharpe noire. Des gants noirs.
Des chaussures noires. Ich hoffe, dass dieses kleine Video euch gefallen hat. Viel Spaß noch beim Lernen. À bientôt!